Hallo liebe Förderer und Stipendiatinnen der Ferdinand und Charlotte Schimmel-Pfennig-Stiftung. Schön, dass wir euch heute an der Humboldt-Universität begrüßen dürfen. Mein Name ist Jessica, ich bin 29 Jahre alt und studiere im Quereinstiegsmaster Lehramt an Grundschulen. Zurzeit bin ich im 5. Semester, belege die letzten Veranstaltungen und schreibe an meiner Masterarbeit. Hallo, mein Name ist Henrik Voss, ich bin 31 Jahre alt und studiere klinische Psychologie und Psychotherapie an der HU Berlin. Ich bin Luisa Rombach, ich bin 25 Jahre alt und studiere British Studies an der HU im Master. Hallo, ich bin Lucas Blanco, ich komme aus Kolumbien, ich bin 28 Jahre alt und ich bin ein Student von Kurz- und Mittelgeschichte im Master an der HU. Hallo, mein Name ist Tamara, ich bin 25 Jahre alt, studiere klinische Psychologie an der Humboldt-Universität. Hallo, hier ist Ale Wilmers. Ich bin 25 Jahre alt und ich studiere im Master Rehabilitationspädagogik an der Humboldt-Universität zu Berlin. Hallo, ich bin Christine. Ich studiere im Master Molekulare Lebenswissenschaften und schreibe aktuell an meiner Masterarbeit. Ja, hallo, mein Name ist Mara Calderaro. Ich bin 31 Jahre alt und bin momentan jetzt im 5. Semester im Bachelor Psychologie. Liebe Schimmel-Pfennig-Stiftung und liebe Mitstipendiatinnen und Mitstipendiaten, ich bin Marken und Student an der HU und studiere im Hauptfach Geschichte und im Zweitfach Kunstgeschichte, jetzt im 6. Semester. Hi, ich bin Laura, 26 und ich studiere aktuell im 5. Semester den Master Europäische Literaturen an der HU und werde hier seit dem 1. April 2021 durch das Deutschlandstipendium und damit von euch, von der Schimmel-Pfennig-Stiftung, gefördert. In meiner Freizeit nutze ich gerne meine Klassik-Card, um in die Oper oder ins Ballett zu gehen. Und neben der Psychologie und alle Themen rund um die mentale Gesundheit ist Yoga meine ganz, ganz große Passion. Ich bin auch schon seit mittlerweile über 2 Jahren Lehrerin und merke einfach, wie sehr ich es liebe, mit Menschen zu arbeiten und Menschen durch meine Arbeit zu helfen, gut fühlen zu lassen. Denn das ermöglicht mir neben meinem Studium ein ehrenamtliches Engagement beim Bildungswerk Stanisław Hans. Dort bin ich bei Bildungsreisen nach Auschwitz, wo ich jetzt einsteige und mitgestalten kann. Und das macht mir sehr viel Freude und erfüllt mich. Genau, bin jetzt gerade auch dabei, die Bachelorarbeit zu schreiben. Und da dreht sich alles ums Thema Suizid. Ich arbeite auch noch an der Charité als Gastwissenschaftlerin in einem Projekt, das sich mit transgenerationalen Aspekten von Suizidalität auseinandersetzt. Und außerdem war ich die letzten 2 Jahre als Mitglied im Rat des Instituts für Biologie tätig und habe auch 2021 an dem studentischen Forschungswettbewerb iGEM teilgenommen. Das Stipendium hat mir wirklich sehr vieles ermöglicht, gerade auch im Hinblick darauf, dass ich während nahezu meines gesamten Studiums noch ehrenamtlich tätig bin, neben einer beruflichen Nebentätigkeit. Und das alles unter einen Hut zu bekommen, war eigentlich nur aufgrund der Unterstützung möglich. Für mich persönlich bedeutet das Stipendium zum einen eine finanzielle Entlastung, die es mir ermöglicht, mich ganz auf mein Studium zu konzentrieren, zum anderen aber auch eine Vernetzung mit vielen tollen Menschen, die ich auf den Meet & Greets kennenlernen durfte. Ich möchte mich bei der Schimmel-Pfennig-Stiftung für ihre bisherige Förderung und ihr großartiges Engagement bedanken, weil ich finde, dass die Förderung von Studierenden, vor allem aus nicht-akademischen Familien, eine super wichtige Aufgabe in unserer Gesellschaft ist. Und genau, ich wollte mich auch bedanken bei der Schimmel-Pfennig-Stiftung, dass mein Studium gefördert wird. Das ist für mich eine sehr große Hilfe und ich bin dafür auch im Herzen sehr dankbar. Ja. Und schicke nochmal ein riesengroßes Dankeschön natürlich an die Stiftung. Unglaublich große Unterstützung für mich gewesen in dem letzten Jahr oder knappen Jahr. Genau, riesengroßes Dankeschön nochmal. Für all die großartige Arbeit, die Sie tun, für all die Vernetzung, die Interaktion und den Austausch. Ein ganz herzliches Dankeschön. Und ja, ich freue mich auch darauf, jetzt, wo ich wieder zurück in Deutschland bin, Kontakte über das Netzwerk der Stiftung zu knüpfen. Und vielen, vielen, vielen Dank dafür. Wirklich, es erleichtert mein Leben sehr, weil dadurch meine halbe Miete tatsächlich schon bezahlt ist. Und ja, damit hat man einfach irgendwie ein bisschen weniger Last auf den Schultern und kann sich mehr aufs Studium konzentrieren. Ich werde seit April letzten Jahres gefördert und bin der Stiftung sehr dankbar für die Förderung, eben weil es mir ermöglicht, das meiste aus meinem Studium an der HU herauszuholen.
Durch die finanzielle Unterstützung habe ich seit 2 Jahren das Privileg, mich wirklich nur auf mein Studium konzentrieren zu können. Außerdem weiß ich auch unsere monatlichen Treffen sehr zu schätzen. Vielen Dank, dass ihr uns alle immer regelmäßig zusammenbringt und für die Freundschaften, die dadurch entstanden sind. Ich freue mich ja immer und nehme auch sehr, sehr gerne an den Freitagen teil, die wir uns treffen, und bedauere es sehr, dass ich heute nicht dabei sein kann. Wünsche euch aber ganz, ganz viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Liebe Grüße. Vielen Dank dafür und macht weiter so.